mal wieder unterwegs. Heute soll ja hier bei Tesla an der Gigafactory große Demo sein. Aber wie ich da vorne sehe, ist der Radweg hier wahrscheinlich auch gesperrt durch die Polizei. Ja, wie zu erwarten war, alle gesperrt. Ja, Polizei aus Niedersachsen hier. Großaufgebot heute. Was war das denn? Eine Rakete. Moin. Freien Brink. Ja, von hier auch alles abgesperrt, alles eingezäunt. Herr Musk weiß sich zu schützen mit Hilfe der Staatsmacht. Hier lacht der Pilsener Teufel. Voll die Action hier. Denn ohne Baustelle hier, wo es nach Fürstenwalde abgeht. Schauen, ob wir hier durchkommen. Großer Einsatz heute. So, hier ist das Protestcamp. Drüben natürlich alle voll Polizei. Danke. Camp hier, mehr ist hier nicht. Fahren wir mal zum Kiessee hier hinter Kagel Finkenstein. So, bin jetzt hier am Campingplatz am Kiessee in Kagel. Hinten ist der Seeteufel. Ja, mit Tesla war ja noch nie so viele los. Naja, man kommt da auch ja nicht ran. Jetzt werde ich mal hier durch den Wald irgendwie weiterschlagen. Schauen wir mal, wo wir rauskommen heute. Oh ja, aber wir sind Gravel. Das ist der Mückelspreeweg hier. Eigentlich ein Wanderweg. Naja, lässt sich einigermaßen fahren. So, jetzt haben wir mal. Oh, ein bisschen Naturtrail hier. Hier ist ja kaum einer lang gefahren bisher. Alter Schwede, Zecken incoming. So, jetzt zeig hier eine Schneise, da sieht es ein bisschen besser aus. Aber eine Ruhe hier, herrlich. Oh, fährt sie doch ganz gut jetzt. Vöglein zwitschern, keine Menschenseele, frische Luft. Ach, ist das schön. Und eine kleine Rasthütte hier im Wald. Na, da machen wir noch Pause, das lädt da ein. Hier noch die Maiglöckchen.
alles voll hier. An diesem herrlichen Rastplatz hier im Wald. Einzige Störenfriede sind die Mücken. Ohne Eigen hilft ein Zigarettchen. Das vertreibt die ein bisschen. Ja, wir werden jetzt eine kleine Weile fahren und dann so langsam wieder nach Hause. Muss ja keine Riesenrunde heute sein. Sind jetzt ungefähr 35 Kilometer, die ich weg habe. Ja, boah, die Mücken, jetzt kommen sie doch hier. So, damit kommen wir nach Kleinewall. Hier ist so eine Forellenzuchtanlage. Ja, idyllische Plätzchen hier im Wald. War ich zwar auch schon mal, aber immer wieder schön hier. Auch wenn das Wetter heute nicht so doll ist, Sonne lässt sich noch nicht so richtig blicken. Aber um die 20 Grad recht angenehm. Heute komme ich wieder mal nach Mönchwinkel. So, da sind wir mal wieder an der alten Spree. Kurz vor Spreeau hier. Jetzt
drüben an den Stämmen hat sich der Biber zu schaffen gemacht. Die sind richtig angespitzt. Oh, die Sonne kommt zu Erna raus jetzt. Doch noch ein schöner Tag. Ein paar Kilometerchen können wir noch fahren. So, damit kommt man nach Spreeau-Neuhartmannsdorf. Jetzt sind wir in Spreeau. Ein kurzer Einkehr im Quickshop. Bei einem schönen schwarzen Abt. Am Kuhdamm Nummer 3. Ja, die Sonne kämpft heute. So richtig will sie nicht, aber ist angenehm. Ja, ich weiß noch ja nicht, wie ich jetzt weiterfahre. 50 sind jetzt weg. Ja, so ein bisschen können wir noch. Ist jetzt kurz vor 2. Bisschen Zeit ist noch. Übrigens habe ich gerade gesehen, wer zu faul zum Schleppen ist, kann den schwarzen Abt per Barcode scannen, Anzahl bestellen. Lieferung frei Haus durch DHL. Zeit und Genuss werden geschenkt. Toll! Hagen und der Oder-Spree-Kanal. Jetzt hier schön am Kanal entlang. Hier ein Anleger rechts, diesen Steinbruch, was das hier ist. Oh, hier wird auch gerudert, alle vertreten hier.
Ah, hier so eine kleine Bucht. Herrlich. Und kleiner Anstieg. Oh. Brückenfundamente, hier irgendwann eine Brücke rüber, vorm Krieg wahrscheinlich. So, wie gesagt, hier der Oder-Spree-Kanal. Alten Brückenfundamente hier, die irgendwann hier rüber. Da. Das Radl. Naja, Sonne lässt sich so ein bisschen blicken. Dahinter zu geht's nach Friedersdorf. Auch so ein Waldweg. Ich komme dann vorne wahrscheinlich Wernsdorf an der Schleuse raus. Spreik mir den Paschenberg heute mal rückzu. Ja, und dann so langsam nach Hause zuckeln. Reicht für heute. Da drüben wird auch geradelt. Also der Weg hier ist nicht mehr schön. Viel Forstwirtschaft hier im Wald. Dadurch sind richtig Rillen im Weg. Oh, ich bin da gleich in Wernsdorf. Insofern alle gut. Ja, hier, wie gesagt, Wernsdorfer Schleuse mal von der anderen Seite. Und von da hinten bin ich gekommen. Ach, da kommt schon wieder das Boot, was ich überholt hatte. Ja, ganz da hinten. Ja, ist jetzt 3:30. Machen wir so einen Heimweg langsam. Ja, Schleichwege hier. Gucken, ob wir hier lang kommen. Aber sieht gut aus. Na, hat euch geklappt hier. Schleichweg B7. Hier nochmal die Schleuse von der Vorderseite. Und sonst fahre ich ja da immer über diese Brücke da hinten. Wernsdorf. Gerade noch an der Tanke gewesen, hat mal abgekerchert. Und wieder in Eichwalde. Da, 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 da.
damit haben wir es mal wieder geschafft. Waren dann so ungefähr 75 Kilometer. Naja, für so eine Sonnabendvormittags gestartete Runde reicht es. 16 Uhr jetzt, passt. Bundesliga gucken. Insofern war jetzt nicht aufregend. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.